Jeder Aktor und Sensor brauchen eine Adresse. Wie mache ich dieses? Die physikalische Adresse, in kann ich das eine Adresse vertreiben? Der Drähte und Aktoren und Sensoren. So, vergleichen wir es mit einem Haus. Wir haben ein Hochhaus von 15 Etagen oder 15 Häusergruppen. Da hier, ups. 1, 2, 3, 4, 5, ne, bis 15. Jedes Haus hat seine eigene Nummer. Die nehmen wir auch einfach mit der Postleitzahl. Ja, nicht von der Postleitzahl, sondern von der Häuserreihe. In den Häusern haben wir einen Erdgeschoss bis der 15. Etage, daher von 0 bis 15. Haben wir bei der Häusergruppe auch in dem Fall. Daher 0 ist Keller, ab 1 ist dann EG und dann von 1 bis 14 sind deine Etagen. Dann vielleicht noch der Dachboden oder bis 13 Etagen. Das ist ja eigentlich egal. Und jede Etage hat nochmal 200 von 0 bis 255 Wohnungen, die bewohnbar wären. So, und so viele Teilnehmer haben wir. Jetzt habe ich euch hier mal ein Bild in der Blende. Hier seht ihr es nochmal, weil ich dann gesagt habe, wieder, jetzt kann ich Sprache, wie es dann auch aussieht. Ein Bereich ist für diese Häusergruppe, der andere Bereich für die Linie und für jeden Teilnehmer muss ja auch ein Zusammenhang gebracht werden. Und wenn zum Beispiel aus dem Haus 14 die Etage 12 Zimmer 114 mit der Nummer Haus 5 Etage 2 Zimmer 10 sprechen wollen, dann müssen die miteinander verbunden werden. Das hatte ich hier euch auch hier im Programm. So, nun habt ihr echt gesehen im Programm und wenn noch irgendwelche Fragen kommen, schreibt mich sehr gerne an, auf Discord-Server oder unter diese Kommentare und dann würde ich sagen, erstmal noch einen wunderschönen, traumhaften Tag. Man hört sich, man sieht sich. Bis bald. Schönen Tag. Tschüss.